Wieso bin ich zwischen dein dreckigen Bein? Ihr Junge! Was für eine Landung! Ich wollte selber nicht so landen! Konoto Kobaides! Bro, normalerweise warten wir bis zur Bestrafung, bis ich zwischen dein Bein kleben muss oder sowas. Aber nicht direkt am Anfang, Junge! Ich wollte eigentlich meine Flugbahn während der Luft irgendwie ändern, aber. Ja, am Ende, das Einzige, was ich geändert hat, war meine sexuelle Orientierung. Okay, Freunde, was geht? Nein, das Intro war so seltsam. Das Intro ist immer seltsam. Okay. Bruder, seltsamer als das geht eh nicht. Leute, wir haben Nachrichten bekommen. Ganz viele tolle Nachrichten über Instagram. Ja. Ganz viele Menschen haben sich ein bestimmtes Dings gewünscht, eine bestimmte Challenge. Anime-Pantomime-Challenge. Warum auch immer die Pantomime-Challenge. Erst einmal, wir hoffen, ihr mögt unser neues Setup. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dieses Setup hier rauszusuchen von all den Setups in unserer Wohnung. Ja. Denn das ist die einzige Ecke, die noch sauber ist, verglichen zu ihr. Wollt gar nicht wissen, wie es hinter der Kamera aussieht. Oh mein Gott! Es sieht nicht gut aus, wir sind ehrlich. Leute, wir sind ehrlich. Es sieht hier nicht gut aus. Die Quarantäne tut ihm nicht gut, die tut mir nicht gut. Oh. Im Postboot tut's nicht gut. Ach, der ist hier übrigens auch. Der. Ey! Hey! Manuel! Zieh dir raus, Manuel! Alles vergessen, er ist vergangen, er ist tot. Manuel, ich hab reingekommen. Alle bitte einen RIP an Manuel. Im Prinzip geht es in der Anime-Pantomime-Challenge darum, dass wir uns gegenseitig 5 Anime versuchen müssen zu erraten anhand von Gestikulationen. Artikulationen, weil der versucht einen auf Reden, ja. Der macht einen, er kann Deutsch, der Ausländer, sein iranischer Fuß kann Deutsch. Iranischer Fuß, dieser behaarte Iran. Diese Socke einmal weg, bitte. Nein, Bro, das war zu viel, das war echt, eklig. Das ist so komisch. Auf jeden Fall hat jeder von uns beiden jeweils 5 Anime rausgesucht, die wir versuchen gegenseitig zu erraten, indem wir irgendwelche Pantomime-Moves machen, wie zum Beispiel Naruto kennt jeder, ihr kennt ja bestimmt das Jutsu des tausendjährigen Todes. Das geheimste der geheimen Fingerzeichen. Der sehr schnelle Abflug. Du hast jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Das wäre eigentlich mein erster Ding gewesen. Ernsthaft? Ja. Tja, gut, dass das die Bestrafung ist für heute. Wir schicken uns gerne Sachen in den... Was soll das... Bro, bitte, meine Mutter schaut die Videos. Du bist so dreckig. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist, Mann. Das war der Film von gestern. Zuerst sammelst du deine Unterhose hier in so einem Meer auf, unser Postbote ertrinkt und jetzt machst du den? Manuel. Ach. Junge, meine arme Mutter. Mama, es tut mir einfach leid. Ja. Kann man noch ausziehen? Ist der Vertrag eigentlich noch gültig? Ich hab schon ein paar Mal reingeguckt. Hast du rein? Wie wär's denn, wir heute einfach anfangen? Ja. Einfach anfangen. Wir fangen einfach an. Aber kurze Bestrafung noch ganz kurz. Der Verlierer wird gezwungen, draußen in der Öffentlichkeit. Also erstmal, das ist schon hart. Ich weiß, für viele. Diese Öffentlichkeitskacke? Ich bin halt so, wie nennen dann Leute, die das machen? Exhibitionist. Wir machen, der Verlierer muss ein Jutsu des tausendjährigen Schmerzes des Gewinners vor einer Menschenmasse ertragen. Auch wenn Menschenmassen an sich nicht erlaubt sind. Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Was tust du? Hast du schon angefangen, oder? Wieso spielen wir das? Oh Gott. Hast du schon angefangen? Ja, ich hab schon angefangen. Oder war das gerade so vorbereitet, wenn du reinkommst? Gott, Bro, bitte lass das. Kinder schauen zu. Kannst du mich mal angucken das machen? Komm in die Augen. Ich möchte, dass du mir die Augen guckst, Bitch. Okay, reiß. Ich hab's gar nicht gesichert, gerade fliegen im Auge. Einmal noch. Ich hab's nicht gesehen. Nein, du hast es gesehen. Ich hab's echt nicht gesehen. Ich mach's nicht. Mach einmal jetzt. Die Nachbarn. Leute, hinter der Kamera. Bro, die Nachbarn, du zeigst dir manchmal deinen Bauchnabel einfach so frei. Die haben schon alles gesehen. Dieses riesige Loch, dieses riesige schwarze Relaxo-Loch reingezogen. Kennt die Yu-Gi-Oh-Karte Mystischer Raum Typhoon? Kennt ihr? Ja. Das ist dein Bauchnabel. 3, 2, 1. Ich würde einfach sagen, von Jojo, dieser. Bro, aber der Unterschied ist aber, er sah aber gut aus. Bei dir sieht's aus, als würdest du gerade irgendeine alte Frau ihre Augenbrauen machen. So. Das war unlustig. Nächste Runde. Ready? Okay, ready? Ja, take it. Oh. Bruder, die Leute flamen uns eh schon mal, wie das Intro falsch singt. Okay, ready? Ja. Ready? Nicht gut, ja. Here we go. Hä? Bro, das sieht aus, als würdest du kochen, eindeutig, aber... Wer kocht so? Deswegen lasse ich mich nicht von ihm kochen. Das bin ich. Wer ist, bin ich? Mami, komm, mach mit. Wer ist das? Hast du gar keine Ahnung? Ich hab keine Ahnung. Ernsthaft? Ich hab keine Ahnung. Ich mach's wirklich einfach.
Holst du irgendwas aus deinem Arschloch raus oder was ist das? Bro! Was ist das? Unsere Videos werden Geld. Egal, ich will wissen, was. Guck mal, einmal reden. Ja, mach. Bro, wir reden von Anime-Figuren. Er ist schlecht! Bro, es ist schlecht! Es ist so einfach! Kenn ich den Anime? Ja! Ach so! Ich hab's! Ne? Ja, Football. Ja? Dann dieses, was war denn das? Junge, das sah aus, du was würzen. Das sah aus, Leute, ich schwöre, es sah aus, als würde er was würzen, dann kurz so naschen. Deswegen habe ich den hier gemacht. Den hier irgendwas aus seinem Hintern gezogen? Ja. Ja, okay, und ja, war, ich hab schon. Light Yagami. Mit rechts schreibe ich weiter Gleichungen auf, während ich mit links Namen notiere. Dann nehme ich einen Kartoffelchip und esse ihn. Bro, das sah aus, als würde ich kochen, so immer kurz so würzen, dann mal. Mach dir einen auf Light. Ich bin echt in den gekommen. Warum? Mit was? Junge, ich hab 6-mal gemacht. Du meinst, dann hast du es richtig gemacht irgendwann. Ich war Light. Aber ich will auch genauso viele nette Tipps und Süßhaftigkeit, wie ich sie dir gegeben habe. Monsieur Kyo, Schauspieler, Brad Kyo Pitt. Leonardo die Kyo Brio. Leonardo die Klo Brillo. Das war das Erbärmlichste. Ich schäme mich so. Diese Scham, ich ertrage diese Scham nicht mehr. Mach nochmal bitte. Mach's nicht nochmal. Doch. Mir ist das eingefallen. Also am liebsten würde ich sagen, mach noch eine Runde. Aber ich habe Angst, dass du einen Schlaganfall kriegst von dem ganzen Sport. Mach bitte einmal noch, aber diesmal. Nein! Guck mal, es gibt so viele Anime. Glurak, also von Pokémon kannst du. Also eigentlich jeder Anime, wo ein Vogel vorkommt. Und du bist ein besonderer Vogel, deswegen ist es schwierig. Mama, sieht er wirklich so traurig dabei aus? Und macht er auch diese traurigen Sounds? Und der klingt auch wie ein Fappen, über Fappen, diese Sounds? Was genau? Ich weiß nicht, wie es bei dir klingt, wenn du fappst. Gib mir ein paar Tipps, Junge. Als ob. Einfach nur fliegen. Okay. Es hat Flügel. Es ist etwas, was schieß es was ausmacht. Raus. Schieß was raus. Ich habe einen Versuch. Ja? Junge, ich kann an hier. Ja, okay, jetzt hat er aufgemacht Autismus. Was ist das jetzt genau? Warte mal, irgendwas, das fliegt. Oder alles fliegt. Ich könnte dir tausend. Ey, mir fällt gerade echt ein Pokémon ein irgendwie. Wir hatten schon mal so einen Insider, deswegen mache ich genau das, aber. Keine Ahnung. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Pokémon. Ja! Echt? Ja! Ernsthaft? Ja! Welches Pokémon? Upsi! Ernsthaft gerade? Upsi, ja! Ernsthaft gerade? Ernsthaft! Wann haben wir jemals so einen hässlichen Insider? So wann? Ganz am Anfang. Kein Wunder, dass ich anfangs mit dir nicht so gern befreundet war, weil meine Eltern mir gefragt haben, warum chillst du mit diesem Jungen? Ich so, ich weiß es nicht. Der macht taubste Bewegungen gerne in der Freizeit. Der war gut. Ich hab die orangenen Haare gesehen. Ich hab diesen Move gemacht, diesen Andeuter. Ja. Ey, ohne den Andeuter hätte ich es niemals erraten. Schön. Weißt du, als wir in München über die Straße gelaufen sind, ich mal diesen Sprung gemacht. Ja, er hat immer versucht, so die Beine so 1:1 wie im Anime. Er hat's nie geschafft. Weißt du auch, wo du auf die Fresse gefallen bist? Oh, shit. Oh. So, du musst einmal bei der Boden. Ich will jetzt keine Walross-Witze. Okay, was machst du da? Wieso liegst du am Boden? Ich will deinen verstörten Blick gar nicht sehen. Sag jetzt, du hast bestimmt was bekommen. Ich habe mein gesamtes Leben. Ich wusste es, guck, ich wusste es. Noch nie sowas Unästhetisches gesehen. Dann hast du noch nicht in den Spiegel geschaut. Bro, es sah aus, als wäre so ein Fisch am Sterben, aber so in der letzten Phase. Wirklich da, wo er schon das Licht abgibt, dass das Licht kommt. Ja, kann ich mehr. Ach, meine, komm, mach mal mit, guck sogar zu. Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Das sieht echt aus wie so ein. Als hätte er sich verletzt, ja? Als hätte er sich verletzt. Als hätte er irgendwie so einen Krampf mitten in seinem Wasser rot tut. Fokus, yo. Komm her, hier, nimm. War das mein Gift, Bastard? Ja. Bei dem Pisser läuft, Junge. Tschüss. Free. Ja, es ist free. Aber free für wirklich Arme. Für wirklich Arme. Also für Leute, die gar kein Geld mehr haben für free. Für wirklich. Nein. Free. Mom, I want to watch free. Dann sagt Mom, we have free at home.
Ist es Sword Art Online? What? Was? Obwohl es so aussah, als hättest du dir was in den Arsch geschoben. Dieser Helm und dann... Na gut, gell? Okay? Na gut. Respekt. Aber das hast du auch sehr gut nachgemacht zum ersten Mal. Please, begin. The stage is yours. Da kommt er. Oh. Bro, pass auf, Mami, kurz, direkt unter dir. Dass du überhaupt die Eier hast, dich hier vor mir zu zeigen mit diesem Auto. Guck mal, er fühlt sich richtig. Er macht das gerade nur für die Girls. Er will sich aber nur fühlen mit diesem broken Shirt. Direkt, ja, genau, geh wieder raus. Geh wieder raus. Guckt ihn euch an, ihr dabei. Bro, dass du dich selber nicht schämst. Was, hast du's? Das war schwer, gell? Ja? Das war mein Joker. Rias Gremory vielleicht? Ja! Was ist das, Junge? Ich wollte ihn bringen. Du hättest auch gleich einfach nur... Ich wollte ihn nicht mehr. Liebe Grüße an Zorro, den Bastard. Ich hab extra so die Choreografie gelernt. Echt? Ready? Ja. Das sieht aus wie deine Versuche, K-Pop-Tänze zu lernen. Also wenn es eine schlechte Version von Sailor Moon ist, dann tue ich auch Sailor Moon, aber mit sehr, sehr viel Schmerz Sailor Moon. Sailor Man, Sailor... Ich fühle mich irgendwie nicht mehr wohl in meinem eigenen Körper. Gott, Breakdance, das ist ja so lustig, wenn du anfängst zu Breakdance. Leute, seid ihr bereit? Oh Gott. Bist du bereit? Ich bin bereit? Ja. Es gibt noch eine andere Version. Also haben wir das gesehen überhaupt? Teil 2. Wie alt bist du nochmal? Wie alt bist du nochmal, frage ich dich. Du solltest schon längst Kinder haben. Gott, Leute, wir haben komplett den Sinn des Lebens verloren. Das ist alles, das ist der Alibi. Ja! Ja! Boah, die Hälfte der Aktion, die du gebracht hast, sieht einfach aus wie jemand, der stirbt. Da war nichts dabei, wo man... Ich hab nicht gesehen. Ich schwöre, ich muss an Carpador denken, Leute. An Carpador von Pokémon. Ja! Boah, das hat wehgetan, Mann. Ich schwöre, es hat wehgetan. Jetzt verstehe ich, wenn Leute schreiben cringe. Jetzt verstehe ich, was die dann meinen. Jetzt verstehe ich die Definition davon erst. Snap! This one is going into my cringe compilation. Fight the power. Du jede Nacht? Ich habe keine Ahnung. Mein Hirn funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich möchte gar nicht daran denken. Ich möchte gar nicht überlegen, was es sein könnte. Wenn du schon jetzt verlierst, dann musst du die Jutsu in den Popo kriegen. Ich verstehe halt das nicht. Was soll das sein? Die Katze am Sterben? Was ist das? Wie ein Esel. Du klingst wie ein Esel. Komm, wie er lacht wie ein Esel. Einmal noch. Scheiß drauf, no game, no life. Ist das richtig? Ich will gar nicht wissen. Ja! Oh, Junge! Aber jetzt haben wir alle richtig gegenseitig. Schere, Stein, Papier, nerv mich nicht. Schere, Stein, Papier. Ja, mach dein Ding, Junge. Tschüss. Komm, jetzt zerkratzen das Auto. Aber das drauf gefahren. Ach Bro, wie geht's dir? Zieh einfach durch! Ah, wie fest! Das Loch auch noch! Du Penner! Bleib hier! Du Penner! Die fest auch noch!